Hallo meine Lieben. Da heute so ein wunderschön sonniger Tag ist, hoffe ich sehr, euch alle in Wuppertal auf der Demo anzutreffen. Wir treffen uns um 10 Uhr am Marktplatz und kämpfen dann für unsere Zukunft. Hi, Sweeties! Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, aber leider muss ich mit dem Bus fahren, da mein Mercedes-Benz AMG GTR, tada, leider einen Kratzer in der Felge hat und deswegen ausgetauscht werden muss. Ich warte noch eben auf meine Freundin und ihr könnt natürlich eure auch mitbringen, denn es sind alle herzlich willkommen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie eure Plakate aussehen werden, denn neue Ideen sind immer willkommen. Naja, später hänge ich noch mit meiner Freundin Sophie im Starbucks ab. BFF! Hey! Hi! Hey! Und wie war Mathe? Ich fand's total einfach. Echt? Ich fand ja. das übelst ja. schwierig. Echt? Vor allen Dingen Aufgabe 5. Wie ja, da habe ich auch voll gehackt. Die war zwar ein bisschen kompliziert, aber die war eigentlich leicht zu lösen. Nein. Die waren auch voll doof ausgesucht. Ist das denn ernst? Heb das mal auf. Wieso? Ist doch dein Hobby. Besser als deine Ignoranz. Die Umwelt geht nicht nur mich was an. Ach wirklich? Ist jetzt nichts Neues. Die Welt geht eh den Bach runter. Und durch dich wird sie auch nicht gerettet. Boah, Leute. Ihr benehmt euch wie die Kinder. Kannst du mich nicht einmal mit dem Thema in Ruhe lassen? Würdest du einmal drauf hören, würde ich nicht immer wieder davon reden. Guck mal, wer da kommt. So eine Waldorfschülerin. Lass mal fragen, ob die... Wie war eigentlich dein letzter Urlaub auf Bali? Soll ich dahin schwimmen oder was? Kannst deinen Namen tanzen? Warum? Ja, uns interessiert das total. Also wir kennen das ja nicht. Bei uns auf der Schule denkt man eher so logisch. Man kann auch innerland schön Urlaub machen. Ich war zum Beispiel letztens in Berlin. Bin mit dem Zug hingefahren. Warte mal, guck mal da. Wir die Schule wechseln. Was heißt hier Schule wechseln? Das ist auch überhaupt keine Schule. Abschluss haben und Bäume anderen einpflanzen. Ich glaube... Ja, wer es glaubt. Okay, kennst du binomische Formeln? Sagt dir das was? Ja. Echt? Logisch denken? Ja, habt ihr das schon mal?